Wir können hier Wilfredo Pareto zitieren, das Pareto-Prinzip. Kennen Sie das? Kennt das jemand? Das 20-80-Prinzip. Das 20-80-Prinzip besagt, dass Sie mit 20% Aufwand 80% Ergebnis erzielen. 20% Aufwand führt zu 80% des Ergebnisses. Für die restlichen 20% Ergebnis brauchen Sie 80% Aufwand. Das gilt immer. Lassen Sie es 10, 90, 70, 30 sein, das schenke ich mir, aber 20, 80 als Regel gilt immer. 20% der Teile im Lager machen 80% des Wertes aus. 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes. 20% ihres monatlichen Ausgabeverhaltens, wenn Sie in 80%, 20% des Ausgabeverhaltens, wenn Sie für 80% Ihrer Produkte machen und so weiter und so fort. 20-80 gilt immer. Und das geht dann, wenn man mit 80% startet, wenn man ein Buch zu 80% fertig hat, dann kann man ja schon mal mit einem Literaturagenten sprechen oder mit einem Verlag sprechen. Wenn man eine Bachelorarbeit zu 80% fertig hat, dann sollte man mit dem Professor schon mal gesprochen haben. Wenn man, kleiner Hinweis, wenn man die Hausplanung zu 80% fertig hat, ist erst 20% der Zeit, aber da kann man mal mit dem Architekten drüber sprechen. Und nicht erst zu 100%, das dauert nämlich Ewigkeiten.